Als letzte Oper im Ringzyklus der Decca kam 1965 die Walküre an die Reihe. Der Grund, warum sowohl Siegfried als auch Götterdämmerung vor der Walküre aufgenommen wurden, war, dass das amerikanische Label RCA, das eng mit der Decca zusammenarbeitete, diese Oper 1962 mit mir als Brünnhilde eingespielt hatte. Unter markttechnischen Gesichtspunkten war es deshalb klug, mit der Walküre zu warten. Der Dirigent der RCA-Aufnahme war Erich Leinsdorf. John Wickers sang einen einzigartigen Siegmund, Gray Brovenstein war Sieglinde, George London, ein großer Schauspieler und Sänger, sang den Wotan, Rita Gorr war Fricka und David Ward Hunding. Es wurde eine besonders gute Aufnahme. Ich erinnere mich an eine Episode im Zusammenhang mit dieser Aufnahme. Als ich nach London kam und feststellte, dass Rita Gorr anstelle der engagierten Grace Hoffmann die Fricka sang, war ich erstaunt und rief Grace in Stuttgart an. Ich fragte, ob sie krank sei. Nein, es ging ihr prächtig. Sie wartete lediglich auf die Nachricht, wann sie sich in London einzufinden habe. Als sie erzählte, dass Rita Gorr gerade dabei sei, ihre Partie aufzunehmen, war sie bestürzt. Sie rief sogleich ihren Agenten an, den eigentlich recht zuverlässigen Alfred Dietz. Er kannte die ganze Geschichte, hatte ihr aber nichts davon erzählt und riet nun, mit Rücksicht auf zukünftige Engagements keinen Ärger zu machen. Herr Dietz vertrat auch die Gorr und so machte er folglich keine Verluste in der Sache. Auf meine Nachfrage antwortete der Produzent, dass die Hoffmann nicht gewünscht sei. Als ich fragte, wie sie denn für diesen offensichtlichen Vertragsbruch entschädigt wurde, zuckte er nur mit den Schultern. Da beschloss ich zu streiken. Ich gewann auch George London für die Sache und wir weigerten uns zu singen, bis man uns versichern würde, dass Grace ihre Gage ausgezahlt bekäme. Das verursachte große Unruhe, denn jede verflossene Aufnahmestunde kostet eine Menge Geld. Schnell wurden die RCA-Herren in New York konsultiert. Sie versprachen, dass Hoffmann eine andere Aufnahme bekommen würde. Geld wollten sie jedoch nicht herausrücken. Ich riet ihnen, die Sache noch einmal zu überschlafen. George London und ich hätten ja jede Menge Zeit und könnten warten. Das saß. Sogleich kam ein Eiltelegramm, das bekräftigte, dass Grace Hoffmann ihre Gage ausbezahlt bekommen würde. George und ich fühlten uns wie Sieger. Das hieß nicht, dass wir irgendetwas gegen Rita Gorr hatten. Im Gegenteil, sie war eine glänzende Sängerin und eine liebenswerte Kollegin. Aber so war auch Grace Hoffmann. Es war die infame Art und Weise der RCA, einen Vertrag zu ignorieren, gegen die wir uns wandten. In solchen Situationen müssen Künstler zusammenhalten. Denn auch die größten Firmenbosse haben gewöhnlich eine Achillesferse. Es kam später heraus, dass der Dirigent Erich Leinsdorf die Hoffmann ersetzt hatte. Sie hatte ihn bei einer früheren Aufnahme einmal gebeten, etwas deutlicher zu schlagen, was sich im Gedächtnis des Maestros festgesetzt hatte. Kaum hatte Grace das Geld von der RCA erhalten, da rief auch schon der Agent Dietz an und forderte seine Provision.